Ich habe einen. Was hast du denn da jetzt Schönes? Darf ich einmal testen? Ihr kommt drauf an, was hast du denn da? Ein Nano-Saber. Okay, und damit willst du mir jetzt eine zimmern, oder was? Ja. Okay, dann hau mal rein. Loi. Okay, also. Okay. Ohne Rüstung bin ich One-Hit. Echt? Ich brauche einen neuen Maßstab. Okay, also One-Hit ist schon mal gut. Nein, Hadi! Was habt ihr gemacht? Ey, nicht dein Ernst, sind die beide weg? Dann darfst du jetzt erstmal die nächsten drei Aufnahmesessions farmen gehen. Ich bin von hier oben. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Ja, was willst du für Löcher in den Dächer machen? Ich hab da ewig dran gecraftet und Christian an dem anderen auch. Alter. Ja, ich bin hier reingekommen und stand direkt neben mir. Warte, was? Da kann ich ja wohl nicht riechen. Scheiße, Mann. Ey, weißt du, wie lange ich fucking... Oh, Mann. Was hab ich gecraftet? Wo bist du gestorben? Guck mal, Christian, ich bin von hier oben hier reingekommen. Ich müsste da lande hier und direkt neben mir steht der Creeper und ist hochgegangen. Ja, was ist denn hier explodiert? Ja, dein Aufladeding und mein Auto-Enchanter. Das glaube ich weiß. Ja, so weiß-goldig. Hey Jay. Lol, hier ist ein. Ach Jay. Ich hab nichts gemacht! Was wollt ihr? Die spawnen einfach. Das ist ein Lohn. Nee, Lead-Ohr will ich nicht. Fühl ich mich nicht so schlecht. Ach, komm schon. Alter, hier sind voll viele Lohn. Wo kommen die denn her? Willst du mich verarschen? Ich mach gar nichts. Ich mach nichts. Ich mach nochmal die Truhe. Ja, welche Truhe? Ja, Alter Jay, voll ist auch gar nicht lustig. Alter, Spinnen! Ah! Nicht, dass Peter die ganze Zeit nur Bullshit dabei. Ja, das ist nur super intelligent, Spinnen in einem Einerraum zu spawnen, weil die dann nur durch sterben. Das hast du da gerade gesehen. Das war jetzt nicht so die Mega-Taktik, du behindertes Kind. Und es Spaß, wenn ich dich sehe, werde ich dich sowas von vernichten, ey. Peter. Was willst du? Ach so, und jetzt hier komische Zombies noch spawnen lassen, ist klar. Creeper! Flipper? Nicht Flipper, Creeper! Was ist denn Flipper? Ich bin jetzt durchs Portal gekommen. Ah, Creeper, überall Creeper! Ich will hier raus. Ich will hier nicht mehr sein. Ich weiß auch nicht, was Hadi hat. Ohne Spaß, wenn ich dadurch sterbe, dann kommt das einem Mord gleich. Also, Pete, hast du eine Ahnung, wo die beiden sind? Da hab ich dich gesehen, du kleiner Penner! Oh, shit! Jetzt gehst du drauf. Ich hab keine Ahnung, wo die sind. Oh, shit. Der geht jetzt drauf. Scheiße. Oh, 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 nein. Oh. Bram, wo war der denn? Ja, Bram, ich hab dein Jetpack eingesammelt. Möchtest du noch irgendwas haben? Was ist wichtig? Die Kanone da? Ne, was ist denn das da für ein Ding? Ne? Ja, Sepp, da hast du doch für deinen Enchanter hast du da deine Viecher. Was passiert denn? Ey, wer spawnt hier schon wieder die ganzen Viecher? Welche Viecher? Ja, hier spawnt schon wieder jemand die übelsten Viecher. Jay rächt sich. Ja, töte ihn. Ja, Alter, natürlich. Wo kommen die ganzen Viecher her? Ist klar. Nein! Alter, Jay! Was denn? Sepp war deine Sortiermaschine. Der hat die komplette Scheiße. Sortiermaschine ja, zerstört. Wo? Ja, hier bei dir. Du hast doch nur eine, oder nicht? Jay. Ich hab's verkackt. Jay. Alter, du hast ganz viele Creeper einfach hier reingeschmissen. Was soll denn die Scheiße? Jay. Ich hab plötzlich mit dem Diaschwert an. Ich musste mich irgendwie wehren. Ja, spitze, Jay. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Du willst mir nicht ernsthaft erzählen, dass du alle meine Arbeit der letzten drei Aufnahmen kaputt gemacht hast oder sowas? Alter, ganz ehrlich, ich schwör's euch. Es ist vorbei. Wenn ihr mich jetzt tötet, ist vorbei. Gib mir. Das ist ja cool. Und tschüss. Das ist in der Tat ziemlich das cool. Das ist ja abgefahren. Selbst du sollst ja nicht immer alles anfassen. Da hat auf mich ein Creeper in meinem Spawner gewartet und als ich hochgeflogen bin, hat er sich direkt vor meiner Nase in die Luft geschmissen. Hat der sich, Wie schnell er war! Was ist denn da jetzt bitte gerade abgefahren? Scheiße! Boah, da hat er richtig krass drauf geachtet. Johnny, nein! Ich hab mich da drauf geachtet. Du hättest vielleicht Johnny hat hier auch gerade Lava geplantet. Ja, so. Aber auf dem Berg, wo die alte Quarry war. Der ist jetzt tatsächlich verschwunden.
Ist jetzt gerade tatsächlich verschwunden? Doch gesagt. Dann war das ganz schön cool. Dann hast du wirklich noch was anderes. Wow, welche Überraschung. Und ich komme wieder. Das war eine Wendung. Ich bin einfach nur weggeblasen. Hallo. Heilige Scheiße. Sehr schön. Aber wo warst du gerade? Ja, an meinem Punkt, den ich bei euch gesetzt habe. Ach so. Hab ich doch gesagt. Kannst du es mit dem Riftblade machen? Das werde ich dir ganz bestimmt nicht verraten. Special Teleport Attack. Das nagt jetzt an Johnny. Nö, ja. Überhaupt nicht. Ich hab nein. Ich finde das einfach nur geil, ja, wie Johnny da war. Peter, bist du doof? Nutz doch einfach YouTube. Oh mein Gott. Also Peter wird schon mal oh, weißt du was, das ist mein Teleportationstörchen. Weißt du, wenn Hardy das findet, hat er Glück gehabt. Ansonsten ist das meins. Ja, liebe Leute, mein Teleportationstörchen könnt ihr euch dann morgen angucken. Und zwar bei einer neuen Folge von Minecraft Season 8. Nämlich warte mal, bei muss Christian. Bei... Wo ist denn noch mit dran? Ist nicht Johnny sogar noch mit dran? Nee. Ich glaube, ich bin nach nicht im Ernst. Nicht im Ernst. Und dann? Oh, shit. Ja, das war doch ein schönes Ende. Wer war dran? Ich weiß es nicht. Was hast du gezeigt, Hadi? Ja? Sag, was du gezeigt hast. Nix. Nix, Hadi hat mir nur geschrieben, wie er das macht. Ja, siehst du, das ist nämlich das. Du miese kleine Hure. Ja, echt mal. Na, wo bist du hin? Peter ist da. Ja, Peter ist da. Dann ist das nämlich bisher. Nee, ich glaube, das ist Peter. Das ist Peter, der nimmt auf. Das hast du gemacht. So. Das ist schon Anschluss gewesen. Mr. Spasti will wissen, wie. Aber das kann doch nicht sein. Doch klar, das war bisher alles nicht angeschlossen. Deswegen hat das nicht funktioniert. Und deswegen ist da bist du gerade ins Wasser gesprungen, du feiges Stück Scheiße. Also erstmal. Möglicherweise bin ich das. Peter, was hast du gemacht? Christian, ich bin. Ach, der läuft hier die ganze Zeit unsichtbar rum und beobachtet mich. Moment, Peter, hörst du die Musik? Scheiße! Das war der Mega-Fail des Jahrhunderts, Alter! War irgendwie zufällig. Was bei dir? Peter summt die Musik mit, die bei uns in der Box läuft. Geil. Oh, Peter, ey. Oh shit, das war nicht gut. Oh, Peter. Da bin ich ja voll drauf reingefallen, ey. Warum benutzt du eigentlich nicht den Extractor? Tue ich doch. Was denn? Du hast gerade unsere komplette... Aber danach hau ich die mal weg. Du hast gerade alles hier drin in die Luft gesprengt. Das war ich nicht. Das warst du. Du hast gerade die komplette Produktion von allem in die Luft gesprengt. Das war ich nicht. Papa, was hat inklusive, der gemacht? Inklusive mehreren Diamantkisten. Was? Weiß ich nicht. Was? Was? Du hast gerade zwei Diamanten, den Uro-Meta-Generator explodieren lassen und was nicht, was weiß ich nicht. Also gerade explodiert noch alles mögliche andere. Alter, Adi, weißt du, wie viele Aufnahmesessions ich da dran war? Scheiß Spasti, ey. Ja, genau. Jetzt ist wieder eine Moralfrage, oder was? Nee, das ist keine Moralfrage. Ja, aber die ist alles im Arsch gegangen. Ja, genau. Also, jetzt alle. Ein Troll ist ja okay, aber du kannst doch nicht alles im Arsch machen. Was heißt denn alles im Arsch machen? Ich habe einfach nur dahin geschossen, wo ich dich gesehen habe. Ja, und ich stand leider rein zufällig mitten bei uns in der Fabrik drin, ja? Und du hast ja, ich stand ich bei uns auch. Sorry mal, ja? Ja, nur da ist halt nichts kaputt gegangen. Das heißt, man guckt sich das vorher mal an, was man denn im Zweifel denn kaputt macht. Was heißt denn Trollen? Das ist doch kein Troll, das ist einfach ein... Du hast mich ja nicht mal getroffen. Du hast einfach nur alles kaputt gemacht. Alter, nichts weiter ist passiert. Nichts wie alles kaputt gemacht. Du hast... Entschuldigung, also ich... Spasti, jetzt brauchst du dich nicht entschuldigen. Du hast alles kaputt gemacht, ohne mich selber auch nur einmal zu schädigen. Ich habe nicht mal ein Herz abgezogen gekriegt. Wo war das denn ein Troll? Alter... Das ist einfach nur bloße, dumme Zerstörungsgewalt von einem Spasti, der in der Season nichts geschissen kriegt, ja? Und nichts anderes zu tun kann, außer halt anderen Leuten den Spielspaß zu nehmen. Genau das ist gerade passiert. Ja, okay. Ja, mit sowas kennst du dich ja besonders gut aus. Jetzt auf einmal eher einen auf Moralprediger zu machen. Nein, weißt du, das hat nichts mit Moral zu tun. Die Sache ist natürlich halt, hat das Stunden was mit Moral zu tun. Wenn du mir 20 Minuten oder 40 Minuten auf den Sack gegangen wärst, ja? Okay. Weißt du, auch schon alles gemacht. Aber... alles kaputt machen, einfach nur zerstören, ohne einen Troll, sondern du kommst hier rein, spawnst vier Creeper, die springen sich in die Luft, ich lebe immer noch, wie du siehst, und... Ja, ich hab einfach vier Creeper gespawnt, so wie ihr das auch gemacht habt.
Ja, aber Hardy, du musst halt zugeben, dass das nicht ganz so in Relation steht von dem Arbeitsaufwand. Das ist nicht verhältnismäßig, Hardy. Das ist nicht verhältnismäßig. Wusste ich, was da drin steht? Ich hab da doch einfach nur Creeper reingeschossen. Ja, dann bau doch die Scheiße wieder auf, du Mongo. Aber Dummheit, ich muss mich jetzt hier nicht so von dir beleidigen lassen. Ja, doch, musst du gerade, weil du halt einfach alles sinnfrei zerstörst, ohne zu trollen. Weißt du, das ist kein Troll gewesen. Weißt du, ja. Sondern das einfach nur alles kaputt machen. Ja, ja, du hättest wahrscheinlich in die Hose gepisst, wenn du das bei uns gemacht hättest. Quatsch, sowas hätte ich gar nicht gemacht, weil kaputt machen tut. Ja, natürlich. Was habe ich denn schon kaputt gemacht? Hau doch raus. Ach, boah, Bram, ganz ehrlich. Ja, da fällt dir doch gar nichts zu ein, weißt du. Du sagst gerade nämlich nichts, weil du einfach weißt, dass ich recht habe und das vollkommen unverhältnismäßig ist. Und der einzige Grund, warum du mir nicht zustimmst, ist der einzige Grund, weil du gerade eigentlich ein schlechtes Gewissen hast. Nein, du unterstellst mir aktive Zerstörung, was nicht meine Absicht gewesen ist. Ach so, das war keine aktive Zerstörung. Ja, das ist wieder diese gleiche Scheiße mit, oh ja, da geht nebenbei was kaputt, wenn ich irgendwo was reinschieße, ja? Das, Moment, das war aber das gleiche Argument, was Johnny bei uns auch gebracht hat. Ja, nachdem ja, Hardy schon mal gebracht Hardy, hatte. Hardy hatte mich erwischt und nee, ich da habe halt dann echt schwarz gesehen und dann halt dann wirklich die Creeper gespawnt. Ja, Hardy, wenn die Sachen wieder aufbaust, ist doch gut. Hier, so ist das. LOL! Ach, Dennis! So einfach ist das. Oh Mann! Alter, ohne Spaß. Ja. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ja, was sollte denn der andere Scheiß bitte? Moment. Wenn du jetzt dabei geblieben wärst, hättest du deine könnt ihr mal eben beide die Fresse halten? Und worüber regst du dich dann bei Hardy die ganze Zeit auf? Ja, das war jetzt nur Rache. Für mich ist das jetzt gegessen, was soll ich denn jetzt noch bauen, großartig? Warum soll ich mich denn jetzt wieder daran setzen? Wenn der einen Creeper da reinschickt, die ganze Scheiße kaputt macht. Ich saß jetzt 2 Stunden meines Lebens fast daran und hab nichts anderes gemacht, als nicht da rechts zu gucken, ja? Und dann kommt Hardy mit einem Creeper an und macht die Scheiße kaputt. Ja, Moment, und das rechtfertigt trotzdem einfach das Gleiche zu machen? Ja, so einfach ist das. Auge um Auge. Auge um Auge ist Mittelaltergesetz. Ja, das ist aber, mir scheißegal. Aber du hast jetzt. Der ist zu uns gekommen und hat einfach. Der ist zu uns gekommen und hat Sepp und mir, wir waren gerade nebeneinander und hat das bei uns reingehauen. Du hast Christian kaputt gemacht und, ja, nicht und die. Und die Factory. Nein, sieht die nicht. Ja, die Factory gehört doch Hardy zum Teil. Der hat doch nein, der macht hier überhaupt gar nichts. Alter, Sepp. Das ist doch nicht mehr in Relation. Hardy hat außen gemacht. Ja, das ist mir scheißegal, ja? Ich werde nicht mehr bauen, das lohnt sich alles nicht mehr. Ja, ganz einfach, weil für mich ist die Sache jetzt durch, weißt du? Was soll ich denn jetzt bauen? Du weißt, wie lange du jetzt noch brauchst, die Scheiße aufzubauen? Dann sitzt du ja wieder 4 Stunden. Also, weil du jetzt nichts mehr bauen kannst, machst du jetzt trotzdem nicht bei Hardy. Peter! Alter, what the fuck, Bram? WTF einfach nur. Das schützt dich aber eigentlich nicht davor, dass du. Ja, das ist genau das. Was, Sepp? Was? Das ist genau das, wenn du mir schon scheiße oder auf einen Ziel drückst ab und sagst, ich wusste nicht, dass die geladen ist. Weißt du? Gib doch einfach zu, dass du Scheiße gebaut hast, Hardy. Alter, geh mir jetzt bitte bloß. Ja, nicht du hast Sack. Aber Scheiße. Das heißt nicht Hardy, der heißt Bückstück, ja? Erstmal so. Echt mal. Ja, sonst gar nichts. Es ist nicht Hardy, es ist Bückstück. Wir wollen schon hier. Ne, wir müssen stimmt. Schon. Muss ich weiß, geben. Die Gemüter sind aufgeheizt. Weißt du, das Schöne ist, ich hab damit nichts zu tun. Ich stand das dabei. Das ist ich echt unfassbar. Ich hab eigentlich gedacht, dass Johnny ich irgendwie habe noch wieder abgeht. Es ist einfach, weißt du, ich weiß auch nicht. Das ist. Ich weiß auch nicht, wie das sein kann, dass ich da mal nicht integriert bin. Mensch. Einfach, Johnny, dafür kriegst du ein Eichhörnchen in dein Hausaufgabenheft. Echt, ey. Ja, hallo, das war früher das geilste, wo gibt er. Ja, das kann man jetzt natürlich auch komplett so darstellen, dass ich in jeder Season natürlich alles nur kaputt lol. Mache. Das stimmt nicht. Letztes Mal war Johnny das. Was? Was hab ich denn da gemacht? Ich hab das gar nicht dargestellt, ich weiß dass du gar nicht, alles was kaputt ich gemacht habe. Sondern ich hab das so dargestellt halt, dass du keine Ahnung. Wenig baust, nur das Nötigste und quasi so ein World Traveler bist, weißt du? So was, alles, was heißt das Nötigste? Die Fabrik hat mich auch ein paar Stündchen gekostet, bis sie fertig war. Ich baue gerade Truhen. Ey, Sepp, du bist doch gerade gestorben, oder? Nee, du bist gestorben. Du nicht? Nein. Der hat dir den Creeper an den Arsch geworfen. Wie viel Level hast du? 10. Warum? Lass mich töten. Warum? LOL. Was geht denn jetzt wieder ab? Anarchie. Alter, ohne Scheiß. Jetzt hab ich deinen Kopf. Scheiße, den wolltest du doch schon immer haben. Gott. Ja. Was ist hier los? Mehr verlierst du ja nicht. Was ist denn los? Du kriegst ja alle Sachen wieder. Komisches Gefühl für dich, Jay, weil der vernünftigste einer der vernünftigsten zu sein war. Warte.
Also wenn ich nicht alle Sachen wiederkriege, die ich dabei hatte, dann war es halt... Ja, Mensch, ich nehme dir die weg, oder was? Ich weiß halt nicht, was du vorhattest. Ich sag nur mal kurz. Ich wollte nur deinen Kopf haben, hab ich ja eben schon gesagt. Ja, dann ist ja okay, dann ist ja okay.